Leute, ich bin einfach stolz. Ich zeige euch nur mal ganz grob, was ich alles geholt habe. Das hier ist das Chaos. Es passt perfekt. Ich finde solche Dinger total hässlich. Ich muss es mal in der Nacht testen. Ich bin gespannt. Ich habe Angst, wenn ich es draufklebe, dass ich es nie wieder abkriege. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video in meinem Auto. Es soll gewittern. Ich hoffe, jetzt gerade regnet es nicht, aber könnte sein, dass wir gleich ein bisschen Schauer hören. Aber das ist natürlich auch ein schönes Hintergrundgeräusch, muss ich sagen, ne? Ne, also Freunde, wir sitzen hier im Auto, weil ich habe letztens in meinem Vlog, den ihr Montag gesehen habt, mit euch zusammen ein paar Sachen gekauft für mein Auto. Also super viele Goodies, Gadgets und Dinge, womit ich mein Auto so ein bisschen auffrischen, upgraden kann, was auch immer. Ich habe super viele unnötige Sachen geholt. Ich habe super viele irrelevante Dinge geholt, aber es ist einfach geil, ein organisiertes Auto zu haben. Mission, ich wandle mein Auto in meine Wohnung um, könnte man es auch nennen. Da kommt der Regen. Ich finde, das ist auch eine schöne Stimmung, oder? Was sagen wir eigentlich zu meiner Frisur? Ich habe hier zwei Zöpfe und das Ding drum. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Dinge gekauft und ich weiß nicht, ob ich komplett übertrieben habe. Ich glaube, ich sollte erstmal gucken, wo ich überhaupt Stauraum habe. Das wäre einmal der Kofferraum. Ich habe auch meine große Tasche hier, die ich euch gezeigt hatte. Ich habe so eine Filztasche, die ich so als Kofferraumtasche nutzen könnte, damit ich da so ein paar Sachen reintun kann, die ich dann in meinem Auto habe. Dann habe ich hier Platz in der Mittelkonsole, aber auch wirklich absolut wenig. Und im Handschuhfach. Das war's auch schon. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich so alles habe. Ein bisschen sortieren, ein bisschen schauen. Und wir fangen einfach mal an. Ich fange mal damit an, meinen ganzen Müll, den ich hier so rumfliegen habe, schon mal wegzutun. Ich habe mir hier einen Mülleimer erstmal mitgenommen, großen. Da ist auch noch einiges drin. Das kommt jetzt erstmal alles weg. Und ich habe natürlich auch ein paar Dosen hier. Da ist übrigens die Tüte mit den ganzen Sachen. Da schauen wir gleich mal rein. Die ist leider noch voll. Das mache ich jetzt einfach draußen ausschütten, würde ich sagen. Sieht keiner. Der gute Rockstar. Ich tue die beiden jetzt auch einmal hier rein. Also da tue ich jetzt alles rein, was ich nicht so brauche. Das ist eine alte Wasserflasche. Die ist so alt. Und Geräuschstein ist übrigens total ekelhaft. Schauen wir mal in meine Mittelkonsole, was wir denn hier finden. Hier ist wirklich nicht viel Platz. Ich habe eine Maske, die ist eigentlich schlau, dass ich die immer da habe. Und ich habe super viele von diesen Glasreinigertüchern, weil wenn ich in die Waschanlage gehe, kriege ich immer eins umsonst. Davon habe ich noch mehr im Handschuhfach. Taschentücher. Oh, sehr wichtig. Für die Wimpern eine kleine Bürste, auch gut. Hier ist noch Handdesinfektion, aber das muss ich alles mal ein bisschen sauber machen. Das ist irgendwie alles total ekelhaft. Und ja, die zwei sind auch zum Staubsaugen in der Waschanlage. Und das hier ist mein Sensor. Wie nennt man das? Auf jeden Fall für meine Tiefgarage. Also ich glaube, ich mache dieses Ding hier ab. Ich weiß gar nicht, warum das dran ist. Wahrscheinlich ist es irgendeine Befestigung für irgendwas. Aber so passt mir das besser. Ich mache das auch nie an meinen Schlüssel dran. Wäre vielleicht schlau eigentlich, ne? Ich dachte mal, das wäre schlauer, das einfach im Auto liegen zu haben. Einige von euch werden zu Recht denken, boah, ist das unnötig, was ihr da gerade macht. Aber es macht uns Spaß, okay? Und das ist der tolle Staubsauger. Den habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ich finde den so super. Den werde ich auf jeden Fall in meinen Kofferraum tun. Da habe ich immer einen kleinen Handstaubsauger fürs Auto. Immer für zwischendurch. Und der passt auch perfekt. Ich habe noch so einen Aufsatz in diese kleinen Ritzen hier im Auto. Das kriegt man ja auch voll schlecht weg mit den Staubsaugern, die man an Waschanlagen hat. Deswegen finde ich das perfekt. Der hat jetzt 40 Euro gekostet, glaube ich, oder knapp 50. Aber der funktioniert wirklich sehr, sehr gut und ist echt ganz hübsch. So, deswegen bin ich damit voll zufrieden. Okay, dieses Gerät ist eine absolute 10 von 10, Freunde. Das sieht jetzt total sauber aus. Der Regen eskaliert gerade ein bisschen. Ich habe Glasreiniger zwar hier, aber ich habe kein Ceva. Deswegen überlege ich gerade, wie ich das ein bisschen sauber mache. Aber ich habe die Desinfektionstücher hier dabei. Und die sind eigentlich auch perfekt, um einfach mal zwischendurch über die Armaturen zu gehen oder sowas. Deswegen habe ich die auch gekauft, damit ich die immer hier habe. Wenn man zwischendurch hier ein bisschen sauber machen kann. Ich benutze das jetzt, um das einmal kurz hier zu reinigen. Und dann haben wir das auch erledigt. Hier ist so wenig Platz. Nennt man das ganze Mittelkonsole? Ja, oder? Das ist jetzt alles fresh und sauber. Ich habe ja diese Dinger hier gekauft. Diese Untersetzer sozusagen. Das tut man auf jeden Fall hier reinlegen. Das habe ich einmal hier in Schwarzgummi, also ganz einfach. Und ich habe diese hier. Die sind mit LED. Die sind blau. Die laden sich auf durch Solar. Aber ich kann die auch einmal so aufladen. Ist es das? Nee, das ist USB-C. Ich werde das mal aufladen in der Zwischenzeit. Dann mache ich das Auto mal ein bisschen an. Ich tue jetzt aber erstmal die schwarzen Kappen rein, weil ich befürchte, dass das hier
absolut wack aussehen wird. Ich muss es mal in der Nacht testen. Vielleicht sieht sie auch richtig geil aus, so ein Hingucker, wenn da so eine Dose draufsteht und dann leuchtet es so blau oder so. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ich bin natürlich immer ein bisschen kritisch, was so kitschige Dinge angeht. Deswegen gucken wir mal. Und was ich noch gerne probieren möchte, ist das hier aufzukleben. Ich habe nämlich so eine Kappe hier gekauft in Carbon-Optik. Keine Ahnung, ob das billig und wack aussieht oder ob das geil aussieht. Das gucken wir jetzt mal. Das gehört nämlich zum Schaltknauf, ob das schön aussieht. Bin gespannt. Ich habe Angst, wenn ich es draufklebe, dass ich nie wieder abkriege. Also Number One sind diese Platten. So sehen die aus. Ganz normal Gummi. Da drin sieht es halt dreckig aus. Das kriegt man auch nicht mehr richtig sauber. Deswegen tue ich die mal hier rein. Doch, es passt perfekt. Und zum Vergleich, es sieht doch schon mal viel ordentlicher aus. Das ist doch schon mal viel besser. Jetzt haben wir dieses Teil und es soll ja da dran. Also Freunde, so sieht es eigentlich aus. Silber. Und das kann man hier dran kleben. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Oh mein Gott, ich finde es gut. Das bedeckt halt auch die komplette silberne Fläche, weil nur da ist es silber. Und ich finde es schön. Es war so eine Fummelsarbeit, dieses Papier da abzukriegen. Naja, auf jeden Fall. Ich habe es geschafft und ich finde es geil. Ich spiegel mich drin. Moin. Da bin ich mir schon wieder total unsicher. Ich habe diese hier fürs Lenkrad. Die sind, um die hier dran zu machen. Beziehungsweise das kommt, glaube ich, hier hin. Bisher sind wir gut dabei. Ich klebe jetzt diese zwei Teile drauf. Übrigens diese Klebedinger, diese Dinger hier abzumachen, ist so aufwendig. Das ist total schwierig. Aber ich glaube, dafür hält es dann auch nachher bombenfest. Das sieht schon mal total geil aus. Ich mache die Dinger noch dran. Ich finde es echt gut. Ich finde, es sieht nicht kitschig und billig aus. Deswegen mache ich das mal. Dann muss ich noch mal ein bisschen hier durchstaubsaugen und dann kann ich euch mal die ganzen anderen Gadgets zeigen, die ich noch habe. Ich hatte mir auch mal überlegt, ob ich so, keine Ahnung, irgendwas um das Lenkrad rum geil finde, weil da gibt es auch eigentlich ganz coole Sachen. Aber ich muss sagen, Freunde, ich will da keinen Stoff oder irgendeine Scheiße drum haben, weil ich hätte voll Angst, dass ich dann abrutsche und ich lenke voll oft einfach so mit einer Hand oder so oder auch wenn ich rückwärts einparke oder so, dann ist es immer richtig entspannt, so einzuparken. So kann ich das am besten. Wenn ich mir irgendwelche Gadgets kaufe, dann auf jeden Fall nichts, was in irgendeiner Weise meine Fahrweise beeinträchtigen könnte, dass ich jetzt nachher wegen irgendeinem Quatsch nachher noch einen Unfall baue und am Lenkrad abrutsche zum Beispiel. Also falls ihr irgendwie was davon geil findet, das auch bei eurem Auto macht, schaut auf jeden Fall, dass ihr da nichts holt, was irgendwie gefährlich sein könnte in irgendeiner Art und Weise und euch beeinträchtigt. So würde das dann sein. Ich finde es auch gar nicht schlecht. Das passt ja halt einfach dann zum Schaltknüppel und das sieht eigentlich ganz geil aus. Es hält nicht so richtig. Das ist irgendwie ein anderer Kleber als der bei dem Schaltknüppel. Es geht hier unten und oben immer wieder ein bisschen ab. Ich mach's mal dran. Wenn es nicht hält, dann lassen wir es einfach. Ich muss ich auch ein bisschen länger drücken. Aber sonst an sich sieht es schon sehr geil aus, muss ich sagen. Okay, Leute, es geht weiter. Ich habe jetzt eine coole Sache an Gadget. Ihr müsst wissen, alles, was ich euch zeige, verlinke ich euch in der Infobox. Ihr habt da jeden Link. Das sind alles Sachen, die ich von Amazon habe. Die sind super schnell angekommen. Und es war auch alles günstig. Bis auf der kleine Staubsauger. Der war jetzt am teuersten mit 50 Euro. Aber sonst war alles relativ günstig. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Alles steht in der Infobox. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich super praktisch finde und super cool finde. Und zwar dieser kleine Mülleimer. Den habe ich öfters gesehen bei Leuten aus Amerika und ich habe jetzt einen Händler gefunden, der den auch auf Amazon nach Deutschland verschickt. Beziehungsweise aus Deutschland verschickt. Den finde ich total geil. Der sieht irgendwie stylisch aus, weil ich habe nicht ansatzweise einen coolen, kleinen, hübschen Mülleimer gefunden. Deswegen finde ich den total süß. Hier steht Push drauf. Dann kann man das so aufmachen. Und der passt perfekt in die Tür rein. In diese Löcher in der Tür. Deswegen, den kann man hier so auch aufmachen. So, und dann kannst du den ausleeren. Den werde ich jetzt einfach mal in die Seite reintun, weil ich habe immer so kleinen Müll, der hier perfekt reinpassen würde, wie zum Beispiel auch, wenn ich mein Kaugummi aufmache oder so. Dieses Papier fliegt hier immer überall rum. Deswegen finde ich den total süß und total unauffällig. Er ist ja auch schwarz, deswegen setze ich den mal hier rein und sieht perfekt aus. Ich zeige euch das mal. Tada! Ich habe hier gerade alles frisch geputzt, deswegen sieht es noch so aus. Aber hier steht jetzt der kleine Mülleimer. Finde ich perfekt, super unauffällig. Was ich jetzt noch habe, ist hier. Hier ist übrigens ein Fach, wo man was Kleines reintun kann, und zwar am besten den Fahrzeugschein. Ich habe nämlich hier mein kleines Case für meinen Fahrzeugschein. Das ist einfach so ein schwarzes Ledercase. Und ich dachte mir, es ist wieder so eine Sache, die ist eigentlich komplett unnötig. Aber sowas hat man doch gerne. Ich habe nämlich auf Amazon das hier gefunden. Das fand ich ganz süß. Das ist so aus, wie nennt man das? Filz. Ein Filzcase für den Fahrzeugschein. Ich wurde noch nie in meinem Leben angehalten, habe ich euch auch im letzten Video gesagt. Ich tue den mal hier rein. Dann, keine Ahnung,
bin ich auf jeden Fall vorbereitet, wenn demnächst die Polizei kommt. Aber braucht man nicht unbedingt, aber es ist einfach ein süßes Teil. Deswegen tue ich das mal hier rein und verstaue das dann in diesem kleinen Fach, was ich da links habe. Und ich dachte mir, das ist eigentlich auch perfekt, dieses Fach, um einfach die Parkscheibe reinzutun. Das habe ich ganz vergessen, euch im letzten Video zu zeigen, aber ich habe an meinem Schlüssel auch was Neues dran. Und zwar habe ich ein Case für meinen Autoschlüssel. Und zwar auch in dieser Carbon-Optik. Finde ich eigentlich, sieht ganz geil aus. War ein bisschen kompliziert, das dran zu kriegen. Besonders also den Ring wieder drum zu machen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Er ist jetzt ein bisschen dicker als sonst. Der ist jetzt viel breiter und so. Ich lasse ihn erstmal dran, bis er mich nervt. Fand ich eigentlich ganz cool. So, und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich natürlich noch das dran für meine Tiefgarage, um die zu öffnen. Dann ist mein Schlüssel ganz schön voll, aber dann habe ich das immer dran. Was übrigens noch eventuell dran kommt, ist ein AirTag. Heißt das so AirTag? Ja, ne? Von Apple, diese Dinger. Dann weiß ich immer, wo mein Schlüssel ist, falls er eventuell mal verloren geht. Ich dachte mir nur so, eigentlich brauche ich das nicht, weil mein Schlüssel ist immer in meiner Tasche. Meine Tasche ist immer bei mir, mein Portemonnaie ist auch immer in meiner Tasche. Ich lasse nie meine Tasche aus dem Auge, deswegen wird sie auch nie verloren gehen. Aber wäre vielleicht mal praktisch zu haben. Finde ich eigentlich ganz geil, die Dinger besonders. Du kannst sie auch an deinen Hund machen, so ein AirTag, wenn der mal wegläuft oder so. Kannst einfach in deinem iPhone gucken, wo dein Hund gerade ist. Schlüssel ist jetzt wieder voll mit Schlüsseln. Schlüsselbund ist wieder voll mit Schlüsseln. Boah, die Kamera, der Akku geht so schnell leer. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon 3 Akkus gerade verbraucht. Das nächste Teil ist, ich habe hier einen Lufterfrischer dran. Erstmal habe ich hier auch dieses Ding dran. Da kann ich mein Handy reintun. Wenn ich das hier so reintue, geht es so hoch. Und dann hält es so richtig fest. Eigentlich ist es perfekt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde solche Dinger total hässlich. Ich lege mein Handy meistens lieber einfach hier rein und schaue dann einfach ab und zu aufs Navi oder so. Aber das benutze ich wirklich im größten Notfall, weil ich das übelst hässlich finde, wenn da dieses riesen Ding dran hängt. Aber was ich zeigen wollte, sind diese Teile hier von Rituals. Ich habe hier auch eins dran hängen. Das sieht so aus und das riecht wirklich sehr gut. Ich war eigentlich nie so ein Fan von sowas, aber ich habe es mir dann mal gekauft, weil meine Wimpernstylistin, die Natascha, die hat das immer in ihrem Auto gehabt. Da habe ich mir das mal besorgt und ich muss echt sagen, es riecht sehr, sehr lecker. Es ist zwar schon leer, aber es riecht immer noch gut. Ich wollte es mal auswechseln, wenn es wieder ein bisschen kälter wird und man öfters auch die Heizung anhat. Das ist wirklich auch ganz geil, wenn dann ein bisschen Duft rauskommt. Genau, ich habe hier noch eins drin. Also Freunde, die von Rituals sind sehr, sehr lecker und die sehen auch hübsch aus, weil es ist wirklich nur, sieht aus wie so ein Stück Holz. Es ist nicht irgendwie kitschig oder so. Ich finde, es sieht eigentlich ganz hübsch aus und das kann man auf jeden Fall dran machen. Ich werde jetzt nochmal hier alles hier oben ein bisschen putzen und dann zeige ich euch, wie das aussieht und werde das mal nochmal auffüllen. Also so sieht die Mittelkonsole jetzt aus. Ich habe alles ein bisschen geputzt. Hier sind die Gummidinger drin, die Gummiplatten. Dann haben wir das Teil hier dran. Hier haben wir jetzt diese Carbon-Teile dran. Und ich mache jetzt das Rituals-Ding dran. Ihr seht, das ist echt eigentlich ganz süß. Das macht man dann einfach hier dran. Und das war's. Und ich finde, das sieht echt eigentlich ganz edel aus. Deswegen mag ich das sehr gerne. Kann ich euch auch mal suchen und in die Infobox setzen. Das hier ist das Chaos, was ich hier gerade veranstaltet habe, Freunde. Ich habe so viele Sachen. Das sind alles hauptsächlich Kosmetiksachen, die ich in diese Kosmetiktaschen oder so reinsortieren würde. Und dann würde das in irgendeiner Weise in Kofferraum oder sowas. Hier sind aber auch viele Kleinigkeiten, die ich gerne in die Mittelkonsole packen würde. Und hier sind auch viele Handdesinfektionssachen, die ich noch habe. Ich schaue jetzt mal, wie ich das mache. Aber ich würde gerne was davon in die Mittelkonsole tun. Ihr wisst, da ist nicht viel Platz. Und eventuell auch irgendwas davon in diese Konsole. Wie nennt man das? Handschuhfach? Wir schauen jetzt mal, wie wir das machen. Wie soll ich das sortieren? Oh mein Gott, das ist zu viel. Das alles sind Kosmetiksachen einerseits. Andererseits sowas wie Handdesinfektion und Airwaves und sowas, was ich everyday eigentlich benutze. Und ich habe Make-up. Make-up, was ich gerne in eine Kosmetiktasche reintun würde, damit ich immer sowas habe, um so ein Fresh-Up zu machen, sage ich jetzt mal. Und ich habe noch zum Beispiel hier sowas drin wie Ibuprofen oder eine Maske, so Dodo de Bendan, Arzneimittel. Ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, was davon alles in die Mittelkonsole soll und versuche das dann irgendwie da rein zu sortieren. Schön, ich muss mal gucken, was zum Beispiel auch da rein soll, ist das hier. Das ist nämlich dieses kleine Licht von DJI. Das ist ganz geil, weil das kann ich an mein Handy klemmen und wenn ich Stories mache, besonders im Auto, weil es da immer ein bisschen dunkler ist. Ich habe auch gerade übrigens ein Licht an, das liegt da vorne. Dann habe ich immer das dabei und ich bin ja eh meist im Auto unterwegs, dann habe ich immer das hier. Sonst meine Lieblings-Airwaves, die Airwaves Strong, die sind extrem scharf, die liebe ich. Die müssen immer dabei sein, am besten genug, das ist schon fast zu wenig. Dann habe ich noch ein Blistex, was ich gerne im Auto verstauen würde. Dann habe ich noch dieses Mundspray. Das ist auch sehr geil. Das würde ich auch gerne in der Mittelkonsole verstauen. Sonst habe ich einige von den Desinfektionssprays, aber ich werde ein oder zwei nur davon da reintun. Den Rest werde ich auch irgendwo anders verstauen. Und sonst, ich weiß nicht, ob die Desinfektionstücher Sinn machen würden. Ich glaube, die tue ich lieber in das Handschuhfach oder so. Ich gucke jetzt mal, wie ich das mache und zeige euch dann mal, wie es aussieht.
Jetzt habe ich tatsächlich auch diese Dinger hier. Das sind so Haken, die man an der Kopfstütze dran machen kann und wo man dann eine Tasche aufhängen kann oder so. Fand ich eigentlich ganz geil, weil es ist eh hier schwarz und unauffällig. Das versuche ich mir jetzt mal dran zu hängen. Hinten sitzt bei mir eh niemand drin und meine Tasche fliegt hier immer rum. Deswegen wäre es vielleicht ganz nice, wenn ich die aufhängen kann. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist... Genau, weiß ich nicht mehr, habe ich jetzt vergessen. Hier ist die Kopfstütze vom Beifahrersitz. Das Ganze macht man hier anscheinend so dran. Und dann hängt es hier. Meine Tasche hat hier so einen Riesenbund. Also eigentlich ist es ein bisschen unpraktisch, aber... Ich find's scheiße. Meine Tasche hat aber auch nicht so einen normalen Henkel, dass man das jetzt da super aufhängen könnte. Das wird ja trotzdem herumfliegen, wird es. Also ganz ehrlich, für Einkaufstaschen oder sonstiges finde ich es gut. Ich glaube, ich werde es auch mal dranhängen lassen, aber nur eins davon, dass die Möglichkeit besteht. Aber ich werde, glaube ich, weiter meine Tasche nach vorne schmeißen. So, jetzt geht's weiter. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe hier diese große Filztasche, die ich geil fand als Einkaufstasche oder generell als Kofferraumtasche, weil grundsätzlich sind Kofferraumtaschen immer super hässlich, aber die sind doch extra so gebaut, dass da nichts rumfliegt und dass sie schön fest sind. Ist die jetzt nicht, aber keine Ahnung. Ich habe hier auch den Glasreiniger drin. Im letzten Video habe ich euch auch diese Glassprühflaschen gezeigt. Die kann ich euch auch gerne verlinken. Habe ich auch von Amazon. Dann habe ich hier nämlich Glasreiniger drauf geschrieben. Ich habe den erstmal umgefüllt und dann hier so einen Sticker drauf gemacht. Ich kann euch kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Denn ich habe hier dieses Gerät. Ich kann das mal suchen. Ich glaube, das habe ich auch damals von Amazon bei Amazon bestellt. Deswegen kann ich euch das vielleicht auch verlinken. Das ist eigentlich so ein Kindergerät. Da ist so eine schwarze Rolle drin. Und dann stanzt man halt die Buchstaben sozusagen rein. Das heißt, es kann auch nicht abgehen oder so. Und ich finde, es sieht voll gut aus. Es ist zwar eine Glasflasche, also die kann auch kaputt gehen. Aber sind wir einfach mal vorsichtig damit. Ich finde das total schön für zu Hause, weil das sieht halt einfach auch total schick aus. Wenn du da ein paar Sachen umfüllst, du kannst auch einfach Wasser reinfüllen und deine Pflanzen besprühen oder sonst was. Deswegen, die finde ich schon sehr, sehr geil. Die haben auch eine echt geile Qualität. Eine richtig schöne Bernsteinfarbe. Die wollte ich auf jeden Fall auch in den Kofferraum tun, weil was halt nie im Auto fehlen darf, ist eigentlich Glasreiniger, Mikrofasertücher, die ich noch gerade gar nicht habe, also Mikrofaserlappen und am besten auch Ceva oder so, um die Scheiben zu putzen. Mikrofasertücher, wenn du nach der Waschanlage nochmal übers Auto ein bisschen drüber gehst, so diese Wassertropfen noch aufzufangen, die noch da sind. Deswegen, das sind alles so Sachen, die wollte ich gerne in die Kofferraumtasche tun, die diese hier ist. Die ich übrigens jetzt auch gerade, wenn ihr das Video seht, bin ich in Berlin und habe die Tasche und benutze die als Schneetasche. Also da kommt mein Hund rein, weil es eigentlich auch voll die gute Hundetasche ist. Ich tue da so eine Decke rein und dann kann die Schnee darin schlafen und ich kann ihn darin auch ein bisschen rumtragen, wenn ich am Bahnhof bin. Also nicht wundern, falls ihr die Tasche noch woanders in meiner Story gesehen habt. Vielleicht kaufe ich mir auch noch eine von denen, weil ich finde die richtig geil. Die habe ich auch von Amazon, verlinke ich euch. Die gibt es auch noch mal in einem hellen Grau. Ich finde so Filztaschen, ich finde alles aus Filz irgendwie einfach schön. So als Einkaufstasche ist einfach geil. Weil ich benutze sonst immer nur diese 1-Euro-Pappkartons von Rewe oder Edeka. Diese großen, die kaufe ich immer. Benutze die einfach mal zum Einkaufen. Aber warum nicht einfach direkt sowas nehmen? Kannst du ja auch immer wieder verwenden. Jetzt geht es darum, die Kofferraumtasche einzurichten und alles zu sortieren. Beziehungsweise auch das Handschuhfach. Das muss ich erstmal auslernen und gucken, was überhaupt alles drin ist. Ob das alles überhaupt im Auto sein muss. Dann geht es ans Sortieren der ganzen Kosmetiksachen. Ich fülle mal alles um in diese Kosmetik-Täschchen hier. Von denen habe ich 4 Stück in 4 verschiedenen Größen. Die kleine habt ihr eben schon gesehen. Das ist auch noch eine Größe. Also davon habe ich 4. Kann ich euch auch verlinken. Die riechen allerdings sehr stark nach Gummi. Also nach diesen Scooby-Doo-Bändern von früher, falls ihr euch daran noch erinnert. Aber ist mir auch egal eigentlich. Für den ganzen DM-Einkauf habe ich 70 Euro geblecht. Ne, 80 Euro. Wir fangen jetzt an, alles zu sortieren. Ich zeige euch nochmal ganz grob, was ich alles geholt habe. Es ist vieles davon vielleicht nicht ganz so nötig, aber finden wir toll. Ich habe zum Beispiel ein Trockenshampoo, was ich wichtig finde, weil ich das immer verwende, ständig. Deswegen ist es für mich eigentlich ganz praktisch, davon eins im Auto zu haben. Es ist wirklich total schlau für mich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommt was, ich habe Blasenpflaster. Dachte ich mir so, ja, kann man gebrauchen. Abschminktücher finde ich auch sehr wichtig. Also ich habe gefühlt eigentlich, ich könnte im Auto wohnen, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich auch eine Zahnpasta und dazu auch eine Zahnbürste. Das packe ich auch gleich nochmal alles aus. Dann habe ich alles immer straight da. Ich habe Mundwasser und ich habe Binden. Also wirklich einfach alles da. Wattepads, das sind viel zu viele. Ich wollte davon ein paar rausholen. Dann habe ich ein Deo. Diesmal ein Creme-Deo. Aber ich habe auch noch ein Sprühdeo. Das habe ich hier, glaube ich. Ein kleines Mini-Sprühdeo. Ich hoffe nur nicht, dass es zu viel ist und dass nachher mein Auto komplett überfüllt ist. Aber ich glaube, ich kriege das ganz gut sortiert. Ich habe noch eine Haarbürste. Ich besitze nur eine und ich dachte mir, ich brauche eh eine neue. Ich komme mir ein bisschen blöd vor, weil ich hier so viele Sachen kaufe, die ich in mein Auto rein tue. Aber ihr müsst natürlich auch wissen, dass ich mit meinem Auto sehr viel reise. Und wenn ich nochmal irgendwo hinfahre,
fahre, habe ich immer alles dabei und muss nicht immer extra alles einpacken und mir einen ganzen Koffer packen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe eine Sonnencreme, so eine Mini-Version. Also ich habe so ein paar Mini-Versionen von allem eigentlich gefühlt da. Ich habe auch nochmal eine ganze Gesichtspflege-Runde hier. Und ich habe eine Mini-Mac-Light. Die habe ich die ganze Zeit zu Hause und ich dachte mir, ich wusste nicht genau, wofür ich die verwenden kann. Und jetzt habe ich einen Grund. Ich tue sie einfach in ein Auto rein und dann habe ich hier eine Mini-Mac-Light. Einfach, weil ich sie toll finde. Die passt ja noch hier rein. Eigentlich schon. Ich liebe ja diese Mac-Light-Taschenlampe. Ich finde die ja so cool. Oh, ist toll. Ja, die bleibt jetzt darin. Dann habe ich noch eine To-Do-Liste und Stift. Eigentlich unnötig, weil ich kann auch alles in mein Handy reinschreiben. Aber ich muss sagen, sowas tue ich vielleicht ins Handschuhfach, weil es eigentlich immer ganz gut ist, wenn man Papier und Stift da hat. Im Auto ist es eigentlich immer richtig praktisch. Wenn mal irgendwas ist und man einen Zettel schreiben muss und ein anderes Auto tun muss, ist mir jetzt noch nie passiert. Oder ich glaube, das ist ganz praktisch, deswegen tue ich das einfach ins Handschuhfach. Sowas könnte ganz gut sein. Das Einzige, was ich noch habe, ist meine Brille, die ich eigentlich nur verwende, wenn ich lange Fahrten habe oder wenn ich nachts fahre. Das heißt, die kommt auch ins Handschuhfach, weil die nimmt auch echt viel Platz weg, weil das echt groß ist. Dann habe ich dieses kleine süße Körbchen. Das habe ich auch beim DM gefunden. Ich habe das gesehen, dachte mir so, boah, ist das süß. Und davon habe ich direkt zwei mitgenommen. Eins davon ist jetzt in meinem Nachtschränkchen und das andere ist hier. Und ich dachte, vielleicht tue ich das auch in die Filztasche und tue da ein paar Sachen rein. Dann habe ich noch diese transparente Box. Die ist relativ klein, aber die ist auch super zum Sortieren. Da tue ich ein paar Sachen rein. Mal gucken, was. Kann das zumachen und tue das auch in die Filztasche rein. Dann habe ich da alles parat. Was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist mein Make-up. Ich habe nämlich ein paar Make-up-Teile. Ich zeige euch jetzt nicht alles. Es sind auf jeden Fall so Sachen wie zum Beispiel, das hier ist ganz praktisch von Charlotte Tilbury. Da ist ein Spiegel drin. Und da sind ja Highlighter-Stick und so ein Lip- und Cheek-Stick und sowas. Das ist total praktisch zum Reisen. Dann habe ich noch einen Reisepinsel von Charlotte Tilbury. Der funktioniert nämlich so. Der ist halt auch perfekt zum Reisen, weil man den so zumachen kann. Eine Palette oder keine Ahnung. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Einen Augenbrauenstift. Ich merke gerade, ich habe ein Fixing-Spray mit. Bin ich dumm? Das ist ja total unnötig. Also das ist wirklich unnötig. Aber so ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie praktisch sein könnten, wenn man mal sein Make-up auffreshen will zwischendurch. Ich werde das jetzt mal schön machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich bin ganz voll stolz, weil ich habe in dieses kleine Ding alle Make-up-Sachen reingepackt und es passt einfach. Es passt perfekt. Das Ding ist, die sind auch relativ breit. Das heißt, ich kann da alles so richtig schön reinsortieren. Leute, ich bin ready. Ich habe jetzt hier ein paar Kosmetikartikel reingetan. Also hier sind wirklich so Pflegesachen drin hauptsächlich. Also wirklich so ein komplettes Kit. Und dann habe ich in der Box sowas wie Abschminktücher, Haarbürste, Deo, Wattepads, Zahnbürste und die ganzen großen Sachen, wie auch zum Beispiel das Trockenshampoo, habe ich jetzt alles hier drin. Jetzt habe ich hier so Sachen drin wie Maske, diese ganzen Putztücher, die restlichen Desinfektionssachen und. Als einziges von diesen Sachen kommt das in das Handschuhfach. Genauso wie meine Brille und dieses kleine Ding, wo diese ganzen Arzneimittel drin sind. Jetzt habe ich noch diese kleine Box, da habe ich jetzt einfach die Riegel drin, weil da wusste ich jetzt doch nicht so genau, was ich damit mache. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein bisschen Stauraum, die habe ich jetzt einfach da reingetan. Finde ich aber wirklich immer geil, weil die sind wirklich sehr lecker und die sättigen gut und das ist eigentlich immer nice, die dabei zu haben. Wenn ich lange Fahrten habe, auch mit dem Auto, dann nehme ich die sowieso immer mit. Deswegen ist es irgendwie perfekt. Ich werde das Ganze jetzt mal überall einsortieren und euch dann mal zeigen, wie das so grob aussieht, auch wie das im Kofferraum aussieht, wenn ich das in die Tasche rein tue. Haben wir es geschafft und das Auto ein bisschen geupgradet. Haben jetzt alles da. Ich freue mich. Ich zeige euch mal das Endergebnis. Also hier habe ich jetzt die drei Sachen drin. Einmal meine Brille, dann diese ganzen Arzneisachen und diese ganzen Putzsachen. Passt hier perfekt rein. So sieht jetzt die Tasche aus. Hier ist alles drin sortiert. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich das am besten hier rein tue, damit es nicht so viel vom Kofferraum einnimmt. Aber ich finde, es geht eigentlich voll klar. Dann einmal die Mittelkonsole. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe die Riegel da rausgetan übrigens. Habe da Taschentücher reingetan. Die Mac-Light und dieses kleine Ding. Das ist auch alles perfekt. Hier sieht es jetzt so aus, Freunde. Die Dinger sind auch noch fest dran. Die halten jetzt eigentlich ganz gut. Und hier haben wir noch das kleine Büchlein drin. Und Freunde, der kleine Mini-Mülleimer. Also Leute, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Das war mal eine komplett andere Art von Video, als die ich sonst mache. Aber ich fand es mal geil, mit euch so ein kleines Making my car into that car oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich setze euch auf jeden Fall alles in die Infobox. Dieses kleine Auto-Upgrade-Ding. Ich finde, es ist mir sehr gut gelungen und es ist besser geworden, als ich eigentlich dachte. Wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Ciao!